machen wir erstmal so. Und jetzt wollte ich ihn noch nach der Karawane befragen. It's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope. What can I get you? I was expecting a caravan in the stall next door to buy a few things. They arrived yesterday, but truth be told, I think they found some trouble. I wasn't there when it happened, but from what I heard, some people were looking to talk. Then talking turned to shouting, and after that, they were seen down in the slums. I hear, and then they were dragged into some warehouse. Whatever they did, they're in big trouble now. If you're looking to help them, you better find them fast. Okay. Also wieder mal was in Schwierigkeiten, war irgendwie klar. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Karawane wiederfinden. Hier soll ich auch noch was investigieren. Kann ich hier irgendwo reingucken? Nee, ne? Mit der kann ich überhaupt nicht sprechen. Hier ist noch ein Händler, den ich anquatschen kann. We've been on the losing side a lot. Stop your gossip. Our army is the finest on Mars. So they've run into a little bad luck here and there. That was bound to happen. Besides, our enemies have no shame and never fight fair. You get to say that because you're from the Ward family. No, it's because I've heard that Aurora even sends their children into battle. Does that sound fair to you? Okay. Also diverse Problemchen. Hello. Hello. Looking for some medicine? Drugs? Ingredients maybe? Ja, dann möchte ich mal kurz gucken. Gesundheitsinjektion. Bei ihm kostet es 32. Das heißt, herstellen ist doch billiger. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sprengfalle 120. Alter, ich dachte, wir haben schon 20% Rabatt bei Händlern. Durch unsere Dingens... Fähigkeit. Alter Verwalter, nee. Aber hier kann man auch normales Leder und normale Metallstücke und so kaufen. Das ist ja ganz nett. Upgrade-Pläne können wir hier auch kaufen. Das klingt soweit ganz gut. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht, beziehungsweise kann ich mir auch gar nicht so viel leisten. Hello. Looking for some medicine? Drugs? Ingredients maybe? Ja. Von daher fragen wir jetzt gerade mal nach der Karawane. Can you help me? I'm looking for any information on the caravan that sets up in the stall over there. I don't know. My memory sometimes needs incentive to remember. Ja, komm, don't act like you have nothing to gain. Merchants are disappearing around here like smoke, and it's no longer safe for you. You tell me what you know, and I'll intervene with my men. Despite the risk of trouble, it'll maybe make your life a little safer. Listen, kid. Take your shitty reasoning and shove it back up your ass. Across the street, they got a ton of reason. Far more dangerous and sharper than yours, if you catch my drift. If you want something, you better pony up some dough. Okay, also auf die gute Variante reagiert er nicht. Dann bedrohen wir ihn mal. You tell me what you know, or you'll find yourself in a room with others who'll be a little bit more assertive in their efforts to refresh your memory. Listen, Manzer, my morning breakfast is auch nicht. Why don't you just tell me what I have to gain, ja. So I can consider. Klassischer Händler, klassischer Händler. Du kannst ihn bestechen. Booster? Mehr. Oh my, perfect. What, you want a gift wrapped? What I'm about to tell you could get me killed. You've heard the tale of the Vori, of the underworld. So these overpriced foreign merchants did something to piss them off. Didn't pay their rite of passage or protection serum or something. Whatever the hell it was. They were kidnapped, that's all I know. Where they are, or even if they're still alive, I haven't the damnedest clue. For that, you'll have to ask the Vori. Now do Joe a favor. Take this herb and get the hell out before you raise suspicions. Ja, das ist also ein richtiger Händler. Wenn man ihm droht, bringt das überhaupt nichts. Wenn man an seine Vernunft appelliert, bringt es überhaupt nichts. Aber gibst du ihm einen Zehner, verkaufst du seine eigene Großmutter oder Informationen, die ihn den Kopf kosten können. Ja, na, ein bisschen krass finde ich das, aber gut.
Wenn's so sein soll, dann soll's halt so sein. Hier haben wir noch ein Kistchen, das machen wir noch auf. Zack. So, haben wir hier noch irgendwo einen Händler? Moment, ich guck mal gerade ein bisschen auf die Karte. Da hinten ist noch was. Moment, ich mach mal die Karte groß. Joey Tom Goodsman. Musste ich nicht. Verhandle mit den Worry. Wo auch immer die sitzen. Informationen von den Händlern. Okay, Marker sind auch drin. Die Deserteure. Töte haben wir nicht gemacht. Personenschutz. Das Gebiet sichern. Okay, wir müssen also noch mit ein paar Händlern reden. Na gut. Aber hier auf den Bereich war es nicht. Hier irgendwo die Worry oder so können wir nicht. Ah, da geht es um einiges weiter. Aber hier erstmal gerade die Heuschreckennester machen. Kann ich hier einen Navigationspunkt setzen? Okay, ich wüsste jetzt gerade nicht wie. Egal. Das ist also da unten, hinten, links, Dings. Das müsste... der hier gewesen sein, glaube ich. Das mit der Karte ist irgendwie nicht ganz so easy, aber das müsste das gewesen sein. So, der Untergrund. Dann gucken wir mal, hier müssten die Heuschreckennester sein. Die können wir ja gerade noch wegputzen und dann schauen wir mal weiter. So. Ach, gucke, hier haben wir auch noch ein Truhchen. Lüt. Wieder ein bisschen was eingesackt. Und, wow. Da unten geht's weiter. Och. So. Und ab dafür. Das sieht besser aus. Jawohl. Wie sieht das aus? Oh, Schlossstufe 3. Das können wir noch lange nicht. Ja, alles klar. Wow. Alter, das sind ja Blitzheuschrecken hier. Oh, lass mich hier weg. Hallo? Alter. In jedem anderen Spiel, was ich kenne, ist das Heuschreckennester und so machen. Ne Anfängeraufgabe. Alter. Was? Wollt ihr mich verarschen? Elektroschock-Monster-Heuschrecken? Echt jetzt? Das ist doch ein Witz, oder? Bei jedem anderen Rollenspiel ist beseitige mal die kleinen Käfer so eine Level 1er Anfängeraufgabe. Hier ist es ein unmögliches Unterfangen, weil es Elektroschock-Monsterviecher sind. Ja, okay. Dann auf ein neues. Ich hoffe, wir sind... ja, genau, wir sind wieder hier.
und können wieder runterklettern. So, also auf ein neues. Gehen auch alle brav, ganz einzeln. Diese Leitern sind sehr komplex und sehr porös. Man kann nicht mehrere gleichzeitig benutzen. So, hier haben wir noch eine Waffe. Ich muss mal gerade gucken. Ist, okay, ich versuche jetzt einfach mal gerade so ein bisschen. Wow! Was anderes. Aua. Na. Mal ein paar andere Waffen aus. Zack. Mal schauen. Wow. Wow, 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 wow. Was? Ich konnte nicht ausweichen, ich konnte nichts machen und der ballert mich nieder? Okay. Ja. Tut mir leid, Freunde. Wieder mal auf ein neues. Diese Viecher sind echt nervig. Vor allem gibt es da hinten scheinbar echt noch Sachen, die ja ein bisschen anders funktionieren. Okay, damit kann ich blocken, damit kann ich nicht anständig ausweichen. Damit kann ich ein bisschen ausweichen. Ja, aber das ist immer noch das beste Ausweichmanöver. Ja gut, wir gucken mal. Wow, okay. Da ist irgendwie eine Königin, die die Viecher heilt oder sonst was. Na komm schon. Aua. Man muss sehr aufs Timing achten beim Ausweichen. Wow, was für eine Reichweite hat das Mist. Wow, weg, weg, weg. Alter. Oh, Leute. Lieutenant? Nein. Ich wollte das Vieh kaputt machen. So. Die Viecher brauchen wir wirklich nicht am Leben lassen, glaube ich. Die schalten wir mal nach und nach aus und holen uns das Serum.
Ich glaube, dieses Ungeziefer braucht keiner. Auch wenn wir einen guten spielen wollen, aber Ungeziefer muss weg. Da holen wir uns ein bisschen Serum. Ihr steht schon wieder im Weg. Ach, Leute. Ist nicht dein Ernst. Da, ausbluten. Da habe ich eh gedrückt. So. Das Vieh auch noch. Drei Serum und das Vieh auch noch. So. Die sind hinüber. Meine Güte, man muss echt übelst aufs Ausweichen achten. Stufe 2 haben wir noch nicht, aber die Kiste kriegen wir auf. Das nehmen wir mit. Ja. Okay. Jetzt haben wir eins der Nester ausgerottet, so wie es aussieht. Dann wollen wir uns mal noch die anderen vornehmen. Hier geht's direkt weiter. Okay, konzentrieren, keinen Mist machen. Ich will mal gerade gucken. Ich wollte mal eine Falle ausprobieren. Hab die natürlich hier zu weit an den Rand gestellt. Das war schon scheiße. Das war eine doofe Idee. Können wir die auch wieder... Ja, die können wir wieder mitnehmen. Das finde ich gut. Wenn nicht ausgelöst, können wir die Tatkraft wieder mitnehmen. Das ist eine super Sache. So, schnell noch die ganzen Viecher hier das Serum rausziehen. So, hier haben wir noch eine offene Kiste, die nehmen wir mit. Jawohl. Wow, was sind das denn? Wenn die Fallen ausgelöst werden, haut uns das auch um? Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also Fallen platzieren weit weg von der Ecke, wo auch immer wir sind. Ach, Mann. Okay, so, also jetzt nochmal, ausbluten, ausbluten und nochmal ausbluten, die Kiste mitnehmen, so, und hier stelle ich jetzt die Falle auf und weg hier. Egal. Boah, was für Monster hier rumfliegen, liegen, leben. Geht ja gar nicht. Aber da kriegen wir ein bisschen mehr Serum raus, das ist auch schön. 5, 6, das ist gut. Das kriegen wir aus dem. Nochmal 6. Finde ich klasse. Okay, die Fallen sind gar nicht so schlecht. Stufe 1 können wir knacken. Nehmen wir auch mit. Meins. So.
Ja, hier unten geht's auch weiter. Ja, klettern. Ja. Rum. Wow, hier ist wieder so eine Königin. Nein! Oh. Ich muss, glaube ich, mal die Tasten umlegen. Ich verbrate zu viel von meinem Serum. Aua. Wenn ich es noch nicht brauche. Sehr schön, da können wir auch einiges anderes noch machen. Das finde ich toll. So, Kiste nehmen wir auch mit. Dann hat man hier noch die Viecher. Gerade wieder ausbluten. Zack. Meins. Drei Serum. Und nochmal. Nochmal drei Serum. Und nochmal. Nochmal zwei Serum. Na, immerhin. So, Achso, ja. Beyond my skill level. Ja, ich weiß, das ist beyond my skill level. So, wir haben Level Up. Was können wir denn hier? Was haben wir hier? Ausdauer, Kraft, Gewandtheit, Stärke. Mehr Schaden durch Nahkampfangriffe. Und wir können schwere Rüstungen tragen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Hier haben wir immer noch keinen Skillpunkt. Der nächste kommt auf Stufe 9. Das ist schade, denn hier war auch irgendwo, genau, Fallen und Schlösser. Stufe 2, das dauert noch. Hier haben wir auch noch einen Skillpoint. Elektrofaust, ein Schlag, Elektrizität aufgeladen ist und so weiter und so weiter. Upgrade von Elektrowaffe, passiv. Erhöht die Chance aller Angriffe mit einer elektrifizierten Waffe. Einen Gegner bewegungsunfähig zu machen um 10%. Ja, da unsere Waffe immer elektrifiziert ist, sollten wir das einfach mal nehmen. Das könnte ganz cool sein. Inventar brauchte ich jetzt nicht. Hier hatte ich, glaube ich, auch nichts Neues. Da ist nirgends ein Ausrufezeichen dabei. Nee, das ist alles Standard. Okay, dann war es das soweit. Dann können wir die Kiste trotzdem noch nicht öffnen, leider. Aber vielleicht... Achso, genau. Ich wollte den Elektroschock, den wollte ich auf 1 legen. Die Heiltränke auf 3. Ich glaube, so funktioniert das besser. Wow! Was ist das denn? Okay, was ist das? Das scheint das Vieh zu sein, was dazugehört. Das scheint sich nicht zu wehren. Ist was Großes? Ausbluten? Lohnt es? 6 Serum. Immerhin. Das ist auch beseitigt und dann sind wir wieder hier. Das heißt, wir müssten jetzt, denke ich, hier links rum, um zu den nächsten Punkten... Was hat da denn geglitzert? Na, egal. Zu den nächsten Ausrufezeichen zu kommen. Wir wollen ja... Oh, Wasser! So, und weg. Yeah.
Okay, wir werden besser. Nein. Oh, ich will dich nicht anquatschen. Ausbluten will ich. So. Zack. Und wieder ein bisschen Serum. Drei und wieder ein bisschen Serum. Und da steht ihr doch wieder im Weg. So, wieder ein bisschen Serum. Dankeschön. Er ist beiseite gegangen. Finde ich super. Wir wollen ja die letzten Nester noch suchen.